Hallo Leute, es geht weiter im Bonuskapitel von Hänsel und Gretel. Und ein Strahl des Mondlichts fällt auf den Ast. Leider kann ich ja trotz meiner spektakulären Axt hier nicht in den Ast reinhauen. Also muss ich jetzt erstmal weiter gucken, was ich machen kann. Kann ich denn hier mit dem noch? Kann ich den hier noch? Kann ich das Mondlicht mit dem Spiegel oder weiß ich auch nicht? Kann ich das Ding hier zerschmettern? Kann ich nicht? Endlich mit der Eisenaxt den Baum. Zwei kleine Äxte stecken in dieser bunten Marmorkugel. Kann ich die damit rausholen? Und damit. Und damit. Okay. Nichts funktioniert. Eine kleine Öffnung, das wird wohl auch nichts bringen. Wir werden alle singen. Hier gibt es was zu tun. Das ist ja schön. Es sind aber viele Kleinteile. Ich suche mal richtig. Weiße Kugel, grüner Skarabäus, goldene so Hörner, das da und das da und eine Blume, eine goldene. Goldene Blume. Und ein blauer Stein. Da. Tada! Schubladenschloss. Ja, da war ich gerade, wo das rangehört. Da ist die Hexe davon geflogen. Dann macht er das Fenster wieder zu, dann kommt sie nicht wieder rein. Save me, Hansel. Ja! I don't want to be eaten by the witch. Ja! Dieser Schrank sieht aus wie die Vater und so. Wissen wir doch schon. Aber wir haben doch schon die tolle Axt. Wir haben doch schon, oder... Ach nee, ich glaube, die muss noch ein bisschen aufgepimpt werden, die Axt. Es verfestigt sich mit Kontakt mit irgendwas. Das ist ja interessant. Eigentlich stehen die Hinweise ja alle da. Man muss sie halt nur lesen. Na gut, ich mach mal weiter. Oder auch nicht. Ich dachte, der gehört jetzt da... Nee, weil Skarabäus ist eine kleine Öffnung. In der Mitte dieser goldenen ist eine winzige Öffnung. Das ist aber keine Schublade und deswegen geht's nicht. Dann war es bestimmt doch drinnen, richtig? Wo war denn hier eine Schublade, die ich damit aufmachen kann? Die hier? Bestimmt die hier. Jawohl. Was habe ich jetzt? Flasche mit seltsamer Flüssigkeit. Ach, ja. Wir haben ja noch gar keine Zutaten. Wie sollen wir denn dann... Ja. Nee. Wozu ist jetzt die Flüssigkeit? Ich habe das Rezept dafür nicht gelesen. Ist das für irgendwas gut? Ach ja, ach so. Ach, wie cool. Einfach mal ausprobiert. Die Hexe und die Göttin. Lesen wir sofort. Was habe ich hier noch? Magnetstein. Okay. Gut, dann möchte ich die Parabel natürlich gerne lesen. Muss mal meine Facecam hier oben wieder kurz abnehmen. So. So, die Hexe und die Göttin. Vor vielen tausenden von Jahren herrschte eine Göttin der Feen über diesen Wald und beschützte seine Bewohner vor dunklen Geschöpfen aller Art. Das Königreich des Waldes war in Frieden und blühte dank des politischen Geschicks der Göttin über viele Jahrhunderte hinweg. Doch eines Tages übertrat eine mächtige Hexe die Grenze zum Wald und nahm die Gestalt des treuesten Beraters der Feengöttin an. Eines Nachts, als diese tief und fest schlief, träufelte die Hexe ihr einen Trank ins Ohr. Und als die Göttin träumte, gab sie all ihre Energie wie in Wellen von sich und die Hexe sog sie einfach in sich auf.
Nun, da die Göttin zu schwach war, um sich zu wehren, verbannte die Hexe sie in eine geheime Höhle. Das ist ja fies. Nun musste die Hexe nur noch ihr unrechtmäßig gewonnenes Königreich unter Kontrolle bringen. Also errichtete sie ein Haus aus Lebkuchen, um wagemutige Wanderer in die Falle zu locken. Das Schicksal der Göttin durfte auf keinen Fall nach außen dringen. Doch das Flüstern einer Göttin hat Mittel und Wege, gehört zu werden, und so vernahmen einige Kreaturen ihr Versprechen. Wer auch immer mich befreit und mir meine Kraft zurückgibt, soll eine goldene Gabe halten, die ihn vor allen Verzauberungen schützen soll. Ach, und daher das goldene Kind. Ach so. Ja, dann weiß man ja sozusagen auch schon das Ende, dass er es ja schafft. Magnetstein. In diesem Fall ja Gretel, nicht Hänsel. Oder bin ich jetzt doof? Wer hat denn am Ende die Schneekönigin mit den Tränen? War das jetzt nicht Gretel? Dann müsste doch Gretel das goldene Kind sein, die Göttin befreit. Oder doch Hänsel. Aber im Märchen Hänsel und Gretel ist es ja auch eigentlich Gretel, die Hänsel hilft. Und nicht Hänsel Gretel. Naja. Magnetstein. So. Magnetstein. Magnetstein. Ich gehe mal ins Haus hier und guck mir nochmal... Also, doch bei Kontakt mit magnetischen Objekten. Alles klar, also muss ich mit dem Magnetstein jetzt zum Spinnenkram. Jawohl, jetzt habe ich schon mal die. Das ist ja schon mal super. Mhm. Was mache ich mit dem Spiegel? Ich belese mich jetzt mal ein bisschen, damit ich das auch mal kapiere. Nur eine besondere Axt kann ein Baum aus Gold fällen. Ja, anscheinend ist die aber noch nicht magisch. Sonst würde das ja klappen. So, hier nicht. Das hatten wir. Gucke ich nochmal mit das da an. Diese zierlichen Blumen gedeihen in dunklen Höhlen. Fällt helles Mondlicht auf, sie erblühen sie augenblicklich. Moment, ich habe den Spiegel. Ich habe den Spiegel. Ja, pack mal das Mondlicht hier zum... Machen wir mal. Haha, dafür ist der Ast da. Es reflektiert. Diese Mondblumen sind sehr zierlich. Sollte sie mit einem kleinen Gefäß einsammeln. Jawohl, noch eine Zutat bekommen. Aber die Eisenaxt ist irgendwie noch nicht so weit, dass die den Baum fällen kann. Weil die ist noch nicht magisch oder so. Wie kriege ich das hin? Irgendwie mit dem Mondlicht oder so? Das muss ja irgendwie klappen. Was mache ich jetzt? Da ist noch was. Das sieht wie ein Altar für die Göttin aus. In ihren Händen scheint etwas zu fehlen. Ach, die soll die Axt kriegen. Ach so, natürlich. Ja. Dreh die Würfel und vertausche die Operanden, damit jede Gleichung korrekt ist. Ich mag die Wörter in diesen Rätseln. Ja, echt. Ich lerne was dazu. Operanden. Mhm. Der Rand vom Oper. Damit jede Gleichung korrekt ist. Ach so. Moment, ich habe gar nicht gerechnet. Geht das wieder so mit Raten? Ja, es geht auch... Nee, es geht nicht mit Raten. Oder doch? Nee, das war schon ganz gut hier mit, dass beide leuchten. Ich lass das mal so. Es ist super. Nee, das funktioniert nicht. Ich muss tatsächlich mal ein bisschen rechnen. Ach, ich kann die auch... Ach, ich kann die auch drehen. Ach so. Ja. Super. Immer weiter so machen. Mhm, ist klasse. Nee, das schaffe ich nicht. Wie soll ich das denn machen? Also. Hier sollen es 8 ergeben. Ich glaube, dann ist die 6 einfach tatsächlich zu hoch. Hier sollen es 12... Ich nehme mal hier eine 5. Aber es ist ein Minus. Soll ich da mal ein Plus hinsetzen? Dann stimmt's ja. Hm.
Hier stimmt das mit dem Minus, haut das dann aber schon wieder nicht hin. Das ist ja fuchsig. Und ich hasse Mathe-Rätsel, wusstet ihr das schon? Und besonders gut kann ich morgens in der Früh rechnen. Nicht so halb verschlafen, gerade ein Wimmelbildspiel aufnehmen. Super. Es würde schon doof genug sein, wenn hier nur Plus Minus wäre oder so. Jetzt ist noch durch und mal dabei. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, wenn ich... Also ich weiß schon, aber ich finde das mega schwer, weil ich nicht weiß, was ich überhaupt wohin setzen soll. Soll da oben Plus hin machen? Dann mache ich da oben halt das Plus hin. Oh je, Mini. Aber wenn hier ein Mal ist und ich mache da eine 6 für die... Ach, das ist ja doof. Hm. 6 minus unten geht auch nicht. Also ist die 6 ja hier schon mal total falsch. Aha. Ich lass die jetzt... Warte mal, wenn die beiden schon leuchten, das ist ja immer eigentlich ganz gut. Aber 4 durch was sind 3? Das geht doch auch nicht. Das geht nicht. Doch, das... Was? Ja. So macht man ein Mathe-Rätsel. War ich jetzt zu doof gerade, dass ich das... Ich war eigentlich gerade noch bei der Geteilt-Aufgabe, aber ist egal. Es hat geklappt. Ich bin sehr froh darüber. Und, ja. Ja. So, die ist jetzt super magical. Die Magic-Axt, die nehmen wir und ich bin gerade echt... Dass das einfach gerade geklappt hat. Egal. Goldener Zweig. Habe ich jetzt alle Zutaten? Der Witz ist ja auch, man fängt gerade an, richtig loszulegen im Rätsel. Man denkt sich, okay, ich komme nicht drum rum. Ich pack's jetzt an. Ich fange mal an zu rechnen und dann... Tudu, fertig. Ja, so kann es gehen. So, ich pack die Zutaten mal alle da rein. So. Das sollte klappen. Und das Pulverzeug, was mache ich jetzt damit? Das sollte dann hier rein. Wo sollte das nochmal rein? War das nicht hier auf dem Tisch? Oder war das oben? Ach, es war hier oben, ne? Ja. Okay. Die Hexe kommt, ich soll mich schnell verstecken. Mach ich. Oh, wie spannend. For you. Rosemary, carrots, potatoes, and rhubarb. Just thinking about the stew makes my mouth water. Where's my wine? Oh, right in front of my nose. What? What's happening? So sleepy. No. Auch das ging ja schnell. Gretel, you shall be free now. And Hansel, you have saved me and the creatures of the forest from the witch's cruelty. We are in your debt. Thus, I bestow the gift. Okay, es war doch Hänsel. No magic can ever harm you again. And on every silver moon, from now until forevermore, a descendant shall inherit this gift. Goodbye, children. Perhaps one day we'll meet again. Epilog. Hänsel und Gretel fanden sicher nach Hause und schlossen ihren Vater wieder in die Arme.
Wissend, dass ihr Plan fehlgeschlagen war, verschwand die Stiefmutter und ward nie wieder gesehen. Hänsel hielt seine neue Gabe geheim. Erst Jahrhunderte später, als ein reisender Spielmann Zeuge wurde, wie ein goldenes Kind eine wundersame Tat vollbracht, drang die Kunde darüber bis hin zum Königreich im Berge. Die Mondgöttin beschützte den Wald weiterhin so, wie sie es Jahrhunderte getan hatte. Die Oger durften in Frieden leben, solange sie den Menschen fernbleiben. Und was die böse Hexe angeht, sagen wir einfach, wir werden sie nicht zum letzten Mal gesehen haben. Das ist ja cool. Was ist denn jetzt hier mit dem Bonusinhalt? Also das war's jetzt mit dem Bonuskapitel von Hänsel und Gretel. Es war doch relativ kurz, aber dafür umso schöner. Hier haben wir dann noch die Rätsel, die man machen könnte. Wenn ich jetzt hier die Megastufe hinkriegen würde, dann keine Ahnung. Dann haben wir hier die Filme, die man sich nochmal angucken könnte. Hier ist das Ende. Da ist das von dem Bonuskapitel. Aber es war doch... Hier sieht man doch Gretel. Ich dachte halt, sie wäre das goldene Kind. Vielleicht habe ich mich gerade vertan. Egal. So, dann die wunderschöne Musik, die man sich hier anhören kann. Das finde ich super, weil die Musik ist echt toll. Und ich finde das toll, dass man sich die jetzt downloaden kann. Kann ich sie mir immer wieder anhören und immer wieder und immer wieder. So, Konzeptgrafik. Ja, die gucken wir uns doch auch mal an. Das ist ja immer so das Schöne an Sammler Edition. Da kann man sich ein bisschen mal mehr anschauen. Der kleine Prinz. Der kleine Prinz, der sah, finde ich, sehr weiblich aus. Muss ich sagen. Da die Spinne. Ja, das ist schön. Das Konzept, also diese Entwürfe hier sind aber schon sehr fortgeschritten. Da war man sich schon ziemlich sicher, wie es dann auszusehen hat. Ja, finde ich cool. Doch, auf jeden Fall. Hier hat man noch so diverse Hintergrundbilder, die man sich auf den Desktop packen kann, wenn man lustig ist. Und ich mache ja immer Screenshots, also ich brauche das gar nicht. Ich habe immer Wallpaper ohne Ende. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir jedenfalls sehr. Ich fand, das war ein richtig schönes Wimmelbildspiel. Dark Parables 3, der Schmerz der Schneekönigin in der Sammler Edition und auch das Bonuskapitel hat nochmal ergänzend erklärt, wie denn das goldene Kind seine Gabe überhaupt bekommen hat. Auch da finde ich den Zusammenhang sehr schön und originell gemacht. Die Gestaltung, die Musik hat mir alles sehr, richtig gut gefallen. Ich glaube, die, die es bei mir von euch geschaut haben, fanden es bisher auch ganz gut, wenn ich das so rausgehört habe. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Die Musik ist gerade sehr laut. Ja, natürlich spiele ich dann auch Dark Parables 4. Und darauf freue ich mich auch schon. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das jetzt mache, wo ich das dann hinten ranhänge. Ob nach Tomb Raider gerade oder ob nach Memoria dann später oder wo ich das halt wieder hinklemme. Aber freue mich auf jeden Fall drauf, wie es weitergeht. Denn ich finde jetzt ab Teil 3 dieser Dark Parables-Reihe wird's immer besser. Und jetzt will ich doch auch langsam wissen, wie es weitergeht. Ich habe den vierten Teil schon, wird also demnächst im Anschluss kommen. Danke nochmal fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann!